Hallo, ich bin Jack Verweyen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, mein Kanal wächst und wächst und inzwischen habe ich fast 1000 Abonnenten. Erstmal vielen Dank für euer Interesse an meinen Videos. Ja, und ich dachte, ja, dann kannst du dir ja auch mal einen Assistenten gönnen. Der filmt mich jetzt hier gerade. Ja, und wie ihr seht, ist ein bisschen low budget das Ganze. Der kommt nicht so ganz hinterher. Aber für kleinere Effekte und kleinere Szenen ist das vielleicht durchaus mal ganz interessant. Außerdem ist er weder in der Gewerkschaft, noch will der Urlaub haben, noch stellt er andere große Ansprüche, außer ein bisschen Strom. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich rede natürlich von meinem Gimbal, meinen AK 2000 Fiotech, den ich mir mal vor einiger Zeit zugelegt habe. Da hatte ich auch schon das ein oder andere Problemchen mit. Den musste ich einmal umtauschen. Und wer bei Amazon schon mal mit chinesischen Marketplace-Händlern zu tun hatte und chinesischen Herstellern, der wird wissen, dass das Ganze nicht ganz so einfach ist. Dank Amazon aber trotzdem jetzt ein Austauschgerät bekommen. Lange Geschichte, wer sich dafür interessiert, einfach in die Kommentare. Ich kann euch die Geschichte gerne noch mal erzählen, wenn ihr das gerne haben wollt. Wenn ich alte Wunden aufkratzen soll, gerne für euch. Ja, aber wer noch meinen Kanal nicht kennt, nochmal vorab. Einmal pro Woche gibt es hier ein Video zum Thema Filmen und Fotografieren. Und wenn ihr keins meiner zukünftigen Videos verpassen wollt, einfach jetzt hier rechts unten unter dem Video einfach auf Abonnieren klicken. Wenn ihr die Glocke noch dazu abonniert, bekommt ihr einmal pro Woche auch eine Nachricht von YouTube, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, und wie funktioniert das Ganze jetzt, was ich hier mit dem Fiotech gerade mache? Der verfolgt mich, das kennt man ja auch von DJI Mobile und so weiter und so fort. Das zeige ich euch jetzt hier in diesem Video. Vielleicht interessiert euch das dem einen oder anderen, der das Gerät einsetzt, auch. Ansonsten, ich weiß nicht, ob es bei anderen Geräten auch möglich ist, aber das wollen wir, ja, das würde ich gerne wissen. Einfach in die Kommentare rein. Also von der Qualität des Fiotechs bin ich jetzt nicht so ganz überzeugt. Von daher, wenn ihr mir was anderes empfehlen könnt, bin ich da auch gerne offen für eure Ratschläge. Wie ich das heute jetzt hier realisiert habe mit dem Fiotech, zeige ich euch jetzt. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das keine große Hexerei. Ich habe einfach mein Smartphone auf der Kamera mit einem Blitzschuhadapter montiert. Das ist relativ einfach und schnell gemacht. So ein Adapter, den kriegt man für ein paar Cent bei Amazon auch hinterhergeschmissen mittlerweile und ist auch bei manchen anderen Sachen mittlerweile in Sets enthalten, wenn man sich da irgendwas zulegt. Vielleicht habt ihr sowas schon. Den habe ich mir einfach auf meinen Blitzschuh von meiner, ja, ich filme da jetzt mit der 70D, das ist natürlich jetzt nicht überragend. Ich hoffe, vom Bild hat das überhaupt funktioniert. Das montiere ich mir da oben drauf und dann starte ich die Fiotech-App. Die habe ich jetzt hier drauf montiert. Mal sehen, ob ich die Aufnahme von meinem iPhone starten kann. Dann kann ich euch das zeigen. Ja, jetzt nimmt mein iPhone hoffentlich das Ganze auch noch zusätzlich auf. Das ist also relativ einfach. Man startet ja mit dieser App hier. Normalerweise geht man dann in das normale Menü rein, wo man seine Konfiguration und Fernsteuerung von der ganzen Sache vornehmen kann. Aber wir gehen dann auf die Kamera und stellen die hier oben links um auf Video und haben dann hier so eine kleine Option auch, so einen Tracking-Modus. Da werde ich jetzt mal die Kamera noch in die richtige Richtung drehen. So, und dann, wenn man dann sich hier einmal einrahmt, dann verfolgt die Kamera mit dem Smartphone obendrauf das Ganze und folgt einem dann auf Schritt und Tritt. Etwas hakelig manchmal, aber wenn man einigermaßen vernünftig läuft, geht das tatsächlich relativ gut. Ja, und für den einen oder anderen Effekt ist das vielleicht für euch auch noch sinnvoll, kann auch von euch dann noch genutzt werden. Das klappt relativ gut und unkompliziert. Ich weiß nicht, ab welchem Systemstand. Probiert das mal aus, wenn ihr das Ding zur Verfügung habt. Wenn ihr einen anderen zur Verfügung habt, nutzt das. Versucht das mal mit euren Geräten. Das ist, ich weiß gar nicht, ob es irgendwo beschrieben ist, mit der Bedienungsanleitung dieses Gerätes habe ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich auseinandergesetzt.
Das ist nicht so wirklich spaßig. Wie gesagt, ich hatte auch ein bisschen Probleme mit dem ganzen Hersteller hier. Aber da möchte ich jetzt erstmal nicht mehr drüber reden. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat und euch auf Ideen gebracht hat, würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Das hilft mir bei der Bewertung meines Kanals. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, wie gehabt, einfach in die Kommentare reinschreiben. Ich lese mir das nach Möglichkeit immer alles durch. Ansonsten, hier blende ich euch noch mein Logo ein, etwas weiter weg heute, etwas weitwinklig. Ja, wenn ihr da draufklickt, abonniert ihr den Kanal. Einmal pro Woche gibt es hier ein Video zum Thema Filmen und Fotografieren. Würde mich freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfte. Ansonsten vielen Dank für euer Interesse und tschüss, bis zum nächsten Mal.